Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir werden heute ein wunderschönes Wild Deck ausnahmsweise mal spielen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Rogue. Und ich habe mir gedacht, wir haben schon Ewigkeiten ein Wild Deck gespielt. Deswegen habe ich mir gesagt, hey Scrawl, wie sieht's aus? Wie wäre es mal mit einem Big Rogue? Und der Big Rogue ist tatsächlich ein Deck, das momentan im Wild sehr, sehr gut spielbar ist. Wir haben diese typischen Sachen drin wie Backstab, Preparation, Captain Shiny Finder für die Waffen, weil wir nämlich unsere sehr, sehr coolen Death Rattle Waffen jetzt inzwischen drin haben. Denn wir haben sehr, sehr coole Death Rattle Minions mit drin und versuchen damit sehr, sehr coole, fette Minions aufs Board zu ziehen und teilweise auch zu triggern. Wie dieses Deck funktioniert, ist eigentlich relativ simpel. Wir versuchen über die bestimmten Karten natürlich hier unsere Minions rauszuziehen. Gerade Barnes ist da extrem gut, hier einen fetten Minion rauszuziehen. Über das Necrium Blade versuchen wir unsere Death Rattles zu triggern. Vielleicht sogar irgendwie hier über den Kobold Illusionist hier dann irgendwie was rauszuziehen von den fetten Dudes. Und da kann man auf jeden Fall relativ sicke Plays machen. Necrium Vial ist somit der Finisher. Man versucht damit irgendeinen Doppel-Death Rattle von Sneeds oder sowas zu triggern. Und das ist halt einfach super, super insane. Oder natürlich auch von Silver Vanguard. Das kann man auf jeden Fall alles machen. Silver Vanguard ist halt hier sehr, sehr stark, weil er einfach vier mögliche Targets hat, um die einfach rauszuziehen und damit kann man halt einiges machen. So, wir starten direkt mal in die Wild-Meta rein. Wundert euch nicht, Leute, ich bin, glaube ich, Rang 25 immer noch. Ich hab zwar teilweise wieder Wild gespielt, aber eher in Richtung unranked, also hier in Richtung Casual. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie hat mich das nicht so ganz gereizt in letzter Zeit hier ranked im Wild zu spielen, weil selbst auf den Rang 25 oder sowas werden da schon die ganz schön harten Meta-Decks einfach gespielt, weil sich viele Leute denken, hey, Wild, da geht sicherlich nicht so hart die Party ab und es geht trotzdem echt hart die Party ab. So, wir schauen mal, ob unser Deck hier irgendwas erreichen kann. Ich meine, es ist wirklich eine coole Sache, hier mal wieder einen Big Rogue zu spielen. Ich habe ja früher tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob ich das auf Video hatte oder ob das in einem Stream war, mal einen Big Rogue getestet. Weil es war wirklich, wirklich interessant. Oh mein Gott, wir haben Barnes direkt auf der Starthand. Damit kann ich arbeiten, Leute. Damit kann ich arbeiten. Die Frage ist nur, wollen wir Yishirai wieder zurückpacken oder Yishirai? Ich weiß es immer noch nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wie ich das jetzt ausspreche. Packen wir ihn zurück. Captain Shiny Finder würde uns das Necrium Blade holen. Lohnt sich das Necrium Blade an dieser Stelle schon? Wir haben keinen Death Rattle. Trotzdem ist er ein sehr, sehr guter Two-Drop. Deswegen werden wir ihn auf jeden Fall mal behalten. Können ihn, wenn wir das wollten, irgendwie rauscallen oder sowas. Wir spielen gegen den Mage. Mage ist okay. Ein relativ interessantes Matchup. Was spielt der Mana beim Turn 1? Oh mein Gott, das ist Magmage. Hello. Greetings. Ihr glaubt gar nicht, wie schön ich das immer finde, gegen solche Decks wie zum Beispiel Magmage oder sowas zu spielen. Ich weiß, es ist problematisch, weil unser Deck mega, mega langsam ist. Oder was heißt langsam? Es ist tatsächlich Midrange. Es kommt drauf an, was wir schaffen, über Bounce rauszuziehen. Aber trotzdem ist es nicht gerade das schnellste Deck, möchte ich einfach mal sagen. Wir spielen tatsächlich, auch wenn es echt krass aussieht momentan, spielen wir Prep. Machen Boot. Und spielen den... Ah, oh, komm, Yishirai, warum kommst du jetzt raus? Das ist nicht cool, Leute. Das ist nicht cool. Warum kommt der Yishirai raus? Den hätte ich jetzt lieber im Deck gehabt und dann über Barnes rausgezogen. Aber wir haben ja noch die Chance auf den Silver Vanguard. Das ist auf jeden Fall gut. Ragnaros ist gut. Sneeds ist gut. Wir haben unsere Waffe auf jeden Fall auch schon ready. Können unsere Waffe eigentlich auch direkt mal equippen. Ich meine, wir haben schon das eine oder andere gute Death Rattle Minion hier mit am Start. Und das ist halt die Sache. Wir können halt echt viele gute Sachen hier jetzt einfach rausziehen. Wir werden jetzt hier auch das Necrium Vial rausziehen. Hauen ihn hier gleich direkt einmal. Ich hoffe, er hat keinen Ooze dabei oder so, sonst wäre es natürlich ein bisschen traurig. Aber wir können im nächsten Zug auf jeden Fall Bounce rausspielen. Haben doch den ein oder anderen Death Rattle mit drin. Shiny Finder wäre echt crabby, muss man sagen. Kobold Illusionist wäre wirklich gut. Rag ist eigentlich gut, dass wir den jetzt getopdeckt haben. Wir spielen Bounce. Und es ist... Nice! Okay, wir kriegen Steel Soul Shredder raus. Ah ne, wir kriegen den Lich King. Lich King ist tatsächlich noch besser. Und so können wir einfach auf Turn 4 easygoing einen Dude rauscheaten und gleich nochmal einen Dude zusätzlich rausholen. Das ist halt wirklich gut. Okay, er frostboltet ihn, das ist in Ordnung. Kann ihn aber noch nicht ganz removen, das ist ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz... Es ist ein standardmäßiger Magmage. Ich glaube tatsächlich, es ist so ein richtiger Oldschool-Magmage. Also zumindest erinnere ich mich an die ein oder andere Karte hier. Möchte ich ihn opfern an der Stelle schon... Wir spielen mal Umbra. Haben vielleicht die Chance, hier
noch mehr Death Rattle Dudes rauszukriegen. Ich meine, wir haben den Sneed Soul Shredder drin, der wird jetzt auf jeden Fall getriggert. Damit ziehen wir den Blinktron raus. Coin an der Stelle, die Waffe und werden Face gehen, Leute. Wir werden Face gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben auch, wir ziehen halt jetzt einfach die guten Karten von unserem Lich King. Frostmourne ist natürlich auch super stark. Unsere Death Rattles werden jetzt halt einfach absolut abgehen. Wenn er jetzt irgendwas rausspielt, spielen wir direkt Sylvanas eigentlich aufs Board. Und Sylvanas zieht halt einfach direkt dann den Minion von ihm zu uns rüber. Er feuerballt hier Face. Er möchte hier ultimativ aggressiv gehen, was ich verstehen kann. Wir können uns aber gegen healen. Obwohl man doch sagen muss, es ist vielleicht nicht ganz optimal, wie krass Ham er gehen kann an dieser Stelle. Wir healen uns hier, equippen uns eine neue Waffe, hitten ordentlich Face hier mal an dieser Stelle für einiges an Damage, möchte ich mal sagen. Und damit ist er fast schon tot, Leute. Damit ist er fast schon tot. Theoretisch hätten wir Lethal gehabt, hätten wir einen Mana mehr gehabt und wären nicht gefreezed gewesen. Aber nevermind, Leute. Nevermind. Er müsste jetzt eigentlich tot sein. Selbst mit Flamestrike kann er hier nichts mehr erreichen. Ist also alles relativ cool. Erstes Game erstmal gewonnen. Das ist schön. Tatsächlich finde ich es auch cool, mal wieder gegen den Magmage zu spielen. Also gegen den klassischen Magmage, so wie man ihn kennt. Well played. Das Deck hat gut funktioniert, Leute. Ich habe wirklich gedacht, wir hätten hier mehr Probleme. Aber das lag wahrscheinlich auch mit daran, dass wir halt wirklich eine ultimativ gute Starthand hatten. Also die Starthand war wirklich, wirklich gut. Das darf man nicht unterschätzen, immer wenn man solche Games dann easygoing gewinnt. Deswegen schauen wir uns einfach mal an, wie die nächste Runde stattfinden wird. Und Leute, falls ihr euch fragt, warum ich eigentlich jetzt momentan gerade so viel Blödsinn rede oder sowas, also es kann halt schon gut sein, dass jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen Blödsinn kommt. Das liegt daran, dass ich ein bisschen voraufnehme und gerade eben vom Arbeiten komme, von 9 Stunden Arbeiten. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden, um 6 habe ich dann angefangen und bin vielleicht ein bisschen fertig. Naja, so ist es immer. Wir gucken mal, vielleicht können wir Barnes hier an dieser Stelle rausholen. Necrom Blade ist trotzdem gut, das sollte man auf jeden Fall behalten, wenn man hier solche Sachen wie den Kobold Illusionist rauszieht. Nice. Über den Kobold Illusionist können wir auch einige Sachen machen hier an der Stelle. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier... Ich habe, dadurch, dass ich ja momentan ein bisschen auf dem Bau aushelfe... Oh, nice, ein Even Deck. Greetings. Dadurch, dass ich gerade momentan ein bisschen auf dem Bau aushelfe, habe ich Putz jetzt auf meinen Bein und das ist nicht so ganz angenehm, kann ich euch sagen. Das reißt ziemlich hart, wenn man das irgendwie wegmacht. Naja, kümmern wir uns doch mal wieder hier um dieses wunderschöne Deck. Wir werden im nächsten Zug auf jeden Fall Cheat Death rausspielen, schätze ich mal. Dann das... Oh mein Gott, ist das C'Thun! Na, ich wollte Wow sagen. Wir spielen das hier raus, dann kommt das Necrium Blade, dann kommt der Kobold Illusionist, dann triggert der Kobold Illusionist, selbst wenn ihr ihn dann nochmal tötet. Leute, es wird einfach gut. Es wird einfach gut und wir ziehen uns Rag raus. Wir brauchen aber jetzt fette Minions, das ist halt wichtig. Da kommt die Yesharai an den Start, das ist gut, wir traden hier rein. Leute, das wird gleich ausrasten, kann ich euch sagen. Wenn er unsere Waffe nicht zerstören kann, wird es gleich richtig hart ausrasten und ich glaube, dass er relativ zügig surrendern wird, sobald er sieht, dass wir so eine coole Combo mit hier an den Start haben. Nochmal ein Beacon of Evil. Sein C'Thun ist 10-10, kann also jetzt alle C'Thun-Combo-Karten rausspielen. Kel'Thuzad ist auch noch gleich mit am Start. Wir spielen ihn hier jetzt einfach mal raus. Hitten hier, unser Death Rattle triggert. Wir ziehen raus Yishrai und beschwören mal schön einen Kevin Shiny Fan. Wow. Kevin Shiny Fan, das ist nicht die Karte, die ich hier gerne gehabt hätte. Oh mein Gott, er tötet jetzt meine Yishrai und Yishrai wird dann gebounced, gell? Why? Aber wir haben dafür eine größere Möglichkeit, dass Yishrai dann nochmal beschworen wird, wenn der Death Rattle hier getriggert wird. Allein, wir haben jetzt eine Yishrai für 8, gell? Wir haben jetzt eine Yishrai für 8. Oh nein, Polymorph, das ist ja gemein. Das ist ja mal richtig gemein. Wie kann er es nur wagen, Polymorph hier zu spielen? Wir versuchen mal hier Karten zu ziehen. Das ist natürlich in diesem Deck hier auch sehr, sehr wichtig. Gehen dann hier mal für 4 Face. Haben wir jetzt wie viele Karten auf der Hand? 8. Und müssen mal gucken, dass wir jetzt relativ zügig halt auf unsere 8 Mana für Yishrai kommen. Vielleicht noch irgendwie einen Barnes ziehen. Nochmal einen Kobold Illusionist wäre natürlich nicht schlecht, den wir dann rausspielen können. Ich finde es halt interessant, dass er sich hierfür entschieden hat, den Dude einfach, oh no. Oh yes, das ist gut.
Ich weiß, er kann jetzt hier natürlich einen aggressiven Play starten und sagen, okay, er haut mir jetzt halt ultimativ viel Damage ins Gesicht. Aber ich denke tatsächlich nicht, dass es so viel sein wird. Ich meine, er kann, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, 8 Damage mit dem Feuerball machen, theoretisch noch einen Frostbolt hinterherhauen. Das heißt, es wären nochmal 5. Aber er spielt halt ein Cthune-Deck. Das darf man nie vergessen, Leute. Und über Cthune ist das Ganze halt nicht so einfach. Wir können jetzt den Trade veranstalten, ziehen uns damit einen 8-Drop raus. Das wird wahrscheinlich Sneeze sein, würde ich mal. Sneeze sein. Oder Lich King. Lich King wäre halt schon stark. Wir könnten ihn dann halt nochmal bouncen. Wie viel ist der Cthune? Das müsste jetzt 12-12 sein. Das ist okay. Oder aber wir töten ihn. Oder aber wir töten ihn. Wir zappen ihn. Hitten ihn. Kriegen Sneeds raus, hitten ihn again. Und ziehen noch eine Karte. Ah, da kommt der Lich King. Okay, das heißt also, wir haben jetzt eigentlich alle großen Minions hier am Start, was jetzt nicht optimal ist, aber in Ordnung. Yishirai wird trotzdem noch ein paar Sachen ziehen. Das heißt also, wir können sowas wie Spirit Singer Umbra an den Tag bringen. Wir können Silver Vanguard noch einen rausholen. Es ist halt ein bisschen unlucky, dass wir wirklich alle Big Minions jetzt gezogen haben. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass wir vielleicht noch ein bisschen was Kleineres kriegen oder sowas. Aber es ist okay, ehrlich gesagt. Es ist wirklich okay. Es hätte schlimmer sein können. Medivh. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss wieder öfters Wild spielen. Das ist halt einfach so, dass man öfters mal vergisst, was für coole Karten es halt eigentlich einfach im Wild gibt. Wir werden das so machen, preppen hier an der Stelle Eviscerate auf den Medivh. Ich möchte nicht, dass er ihn irgendwie hier nutzen kann. Auch wenn unser Sneeds jetzt an der Stelle stirbt. Wir kriegen eine Justica raus. Justica ist okay. Silver Vanguard wird gepullt. Ja, gut, Silver Vanguard ist halt hier jetzt relativ bad, weil wir keinen A-Drop mehr im Deck haben. Aber die Sache ist halt einfach so, dass er jetzt ein Flamestrike wäre okay tatsächlich, würde zwei Minions voll mit töten, aber er kann den 10-10er dann nicht mehr handeln. Das heißt, er muss sich jetzt gut überlegen, wie er die Plays macht. Wir ziehen halt jetzt in jedem Zug irgendeine Minion aus unserem Deck raus, die halt teilweise was nutzen, teilweise halt eigentlich leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Flamestrike geht hier nicht mehr, außer er hat irgendwie das aus einer Glyph gezogen oder so, hat er aber nicht. Wir sehen hier jetzt Frostbolt? Fireball. Okay, Fireball für 8, kann man machen, kann noch mal vielleicht ping. Er kriegt einen Jeeves. Jeeves ist halt echt eine coole Karte. Mit Jeeves kann man auf jeden Fall arbeiten. Er müsste halt jetzt wirklich auf Tempo spielen, aber das Gute ist, wir können ja auch auf Tempo spielen. Das Spiel macht er noch den Ping, hittet sich selbst für 10. Eieiei. Eieiei, haben wir vielleicht hier Ragnaros Lethal? Ich denke tatsächlich nicht, wir spielen den hier aus. Ich möchte Jeeves behalten, ehrlich gesagt. Ich möchte Jeeves einfach behalten. Ich weiß, wir hätten theoretisch sagen können, wir spielen Rag raus, hätten dann vielleicht Lethal gehabt, aber die Chance von 50-50 gehe ich nicht mehr ein, Leute. Ich will hier safe spielen, ein schönes Game machen. Und auch wenn wir das Spiel vielleicht verlieren werden, weil er noch Reno Jackson hat oder sowas in seinem Deck, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Well played! GG hier an dieser Stelle an den guten Don. Ich muss sagen, das Deck macht wirklich Spaß. Und wir haben halt echt gute Möglichkeiten. Also ich hätte nie gedacht, dass wirklich dieser Wild Big Rogue eigentlich so schöne Pulls machen kann. Aber es funktioniert. Was ich sehr, sehr interessant finde, wenn ich ehrlich bin. Was ich sehr, sehr interessant finde, vielleicht sollten wir uns auch mal wieder im Wild ein bisschen dem Big Priest nähern. Der Big Priest ist ja mit eins der meistgespielten Decks tatsächlich im Wild, wenn man sich die Legendary-Quote so anguckt. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, die wir vielleicht im Laufe dieser jetzt etwas längeren Aufnahmephase, die ich jetzt habe, hier machen könnten. Okay, wir stehen 2-0 schon mal, haben Rag, Eviscerate und Schiff. Ah, ist nicht optimal. Ah, Sylvan, nee, wir haben, ach, Schiff spiele ich ja nur einmal. Warte mal, wir haben den Silver Recruiter. Packen wir alles weg. Quatsch, den Silver Vanguard haben wir hier an dieser Stelle. Doppel-Necrium Blade. Okay, es wäre cool, wenn wir irgendwie was Nettes ziehen würden in Richtung Barnes, Kobold Illusionist oder vielleicht sogar Spirit Singer Umbra. Gibt den Zug ab. Fan of Nice. Wir Hero Ability sein Gesicht und machen einen Turn. Wir spielen gegen Spyro, Leute. Den netten kleinen Drachen. Ist halt jetzt die Frage, was. Das ist tatsächlich vielleicht eine
ein relativ gutes Matchup jetzt an dieser Stelle, weil die Frage, die ich mir nämlich die ganze Zeit gestellt habe immer bei diesem Deck, was ist, wenn man nicht optimal zieht? Weil wir haben jetzt doch in den letzten Games haben wir eigentlich immer relativ gut gezogen. Hier kommt jetzt auch der Kobold Illusionist mit raus. Das ist halt schon wieder eigentlich ein ultimativ guter Draw. Auf Turn 4 können wir ihn theoretisch spielen, wenn wir wollen. Wir können aber auch Nicrian Blade erstmal rausspielen. Könnten dann im nächsten Zug dann G-Death plus ihn rausspielen. Das sind alles Möglichkeiten, die wir halt relativ gut machen können. Okay, er spielt hier wahrscheinlich eine budgetierte Variante. Variante ist ein bisschen schade an sich, aber jetzt auch nicht so problematisch. Können im nächsten Zug dann, wie gesagt, Kobold Illusionist rausspielen. Könnten ihn rein von der Theorie auch, können wir noch einen Zug länger warten und dann Cheat Death rausbringen. Aber wir müssen erstmal den großen Minion ziehen, Leute. Fällt mir gerade auf, wir haben ja noch gar keine fetten Minions. Es ist nicht ganz optimal, aber da kommt die Shirai an den Start und wir spielen ihn raus. Es kann sein, dass er jetzt natürlich die Explosive Rune direkt abkriegt. Nein, kriegt er nicht, das ist gut. Wir hitten ihn also hier Face, ziehen hoffentlich die Shirai raus. Sonst wäre es halt ultimativ traurig. So wie zu dem Thema. Den spielen wir im nächsten Zug auf jeden Fall raus auch noch. Töte den 1-1 mit einem Ping. Frostbolt? Ich meine, er muss jetzt gucken, dass er ihn wegkriegt. Weil jetzt in dem Moment kann er noch einen Shiny Finder rausspielen. Ich denke, er sieht das halt momentan einfach nicht als große Threat an, weil dieses Deck ist halt noch nicht so bekannt tatsächlich. Also es wird oft auch unterschätzt. Kommt der Coin. Hat immer noch einen Mana übrig. Mirror Image. Kann ich verstehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist die richtige Entscheidung. Shiny Finder an der Stelle. Wir haben zwar schon unsere beiden Blades gezogen, aber trotzdem, dass wir ihn halt aus der Hand haben, weil theoretisch würden wir dann durch den Illusionist noch einen weiteren Illusionist ziehen oder einen Yishirai und die 50-50 Chance auf die zwei ist auf jeden Fall besser, als nochmal einen Shiny Finder zu ziehen. Das können wir. Oh, Silence, really? Come on. Naja gut, dann werden wir ihn hier rausspielen müssen. Dann können wir aber trotzdem traden. Das ist gut. Wir ziehen noch einen Spirit Singer Umbra. Oh man, hätte ich jetzt noch den Coin. Hätte ich jetzt noch den Coin. Tatsächlich möchte ich dann noch einen Zug warten. Machen das so. The Death kommt mit raus. Wir gehen Face, machen einen Turn. Dadurch, dass er kein Death Rattle mehr hat, ist es nicht optimal, das hier jetzt zu triggern. Deswegen lassen wir die Waffe erstmal am Leben. Und wir spielen hier wahrscheinlich gegen eine controllige Variante von dem Mage, was ich sehr, sehr interessant finde. Weil ich weiß nicht, wie er später dann auf unser krasses Board reagieren wird, wenn wir jetzt dann gleich die Combo spielen hier aus Spirit Singer Umbra, Illusionist, nochmal Trigger von Illusionist. Da werden schon ein paar coole Sachen jetzt da gleich rauskommen, schätze ich mal. Weiß ich, wie viel kostet der? Der kostet 4. Es wird 2 billige gemacht. Oh, ist okay. Ja, er spielt hier tatsächlich eine Budget-Variante. Wir könnten tatsächlich auch den 5-5er einfach klauen. Ich glaube tatsächlich, das ist momentan einfach der bessere Play. Wir holen uns den 5-5er. Gehen weiterhin Face, holen uns die Waffe hier noch mit an den Start. Und er muss halt jetzt einfach gucken, was er daraufhin macht. Ich meine, wir kontrollieren gerade 13 Damage, was jetzt nicht wenig ist. Und können im nächsten Zug dann weiterhin gehen mit Spirit Singer Umbra. Illusionist, leider halt nicht nochmal der Trigger vom Illusionist, weil wir dann keine Yishirai kriegen. Aber es sollte trotzdem passen. Ich meine, der Damage ist auf jeden Fall da. Der Damage ist auf jeden Fall da. Und solange er halt kein Minion rausspielt, ist halt für ihn eigentlich Sylvanas eigentlich nur irgendein Minion. Tatsächlich hat er jetzt einen rausgespielt, ist nicht optimal meiner Meinung nach, aber er hätte erstmal removen sollen. Vielleicht hat er jetzt aber auch sich auch einen Spell gegönnt oder so, wo er dann schauen kann, wie er das macht. Er pingt unsere Sylvanas hier rein, er möchte, dass wir traden, aber das werden wir natürlich nicht machen. Wir wollen hier easygoing weitergehen über unsere Combo. Das heißt also, wir spielen Spirit Singer Umbra raus, wir spielen ihn hier raus, ziehen uns damit. Es ist halt einfach die Wombo-Kombo, Leute. Wir gehen damit halt einfach ultimativ ham, weil wenn wir solche zwei Dudes hier auf der Hand haben und Spirit Singer Umbra plus den Kobold Illusionist ziehen, dann ziehen die sich halt einfach gegenseitig bis ins Unendliche raus. Und wir kriegen durch den Lich King jetzt noch Frostmourne an den Start. Das ist sehr, sehr cool. Damit können wir uns noch mehr von seinen Dudes klauen. Ich meine,
Problem wäre hier Flamestrike. Problem wäre hier, obwohl, was heißt Problem? Es stimmt eigentlich gar nicht. Es wäre kein Problem. Okay, also er hat tatsächlich den Flamestrike. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil wir haben nämlich einen Trigger von 1, 2 Dudes auf jeden Fall. Und unser Cheat Death bringt uns noch den Kobold Illusionist hier nochmal in den Start. Oh, das ist schön. Das ist auch sehr schön. Damit ist es well played. Das Deck ist einfach super dumm, Leute. Also ich find's macht einfach Spaß zu spielen. Also wenn ihr wirklich ein cooles Deck sucht oder sowas, dann spielt das. Spielt das wirklich. Es macht einfach nur insane viel Spaß. Es ist halt echt ein lustiges Deck. Man muss aber dazu sagen, Leute, es braucht auch wirklich viel Dust. Ich glaube, Dust-Kosten waren irgendwie so um die 16.000 oder sowas. Ist halt echt nicht wenig. Man spielt halt doch den ein oder anderen Legendary. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Deck, wie gesagt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, mal wieder hier so ein kleines Wild-Game zu sehen. Werden wir vielleicht in den nächsten Zeiten dann immer mal wieder öfters machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.